Wir sind auf beiden Kanälen drauf. Herzlich willkommen bei YouTube, herzlich willkommen bei Instagram und Ja. herzlich willkommen, Herr Steinhauser. Guten Tag, Frau Jusch. Heute hier zum Livestream Q&A, also Fragen und Antworten zum BAföG. Ich bin sonst nicht aufgeregt bei diesen Dingen, aber beim BAföG bin ich ein bisschen aufgeregt. Warum? Das BAföG ist ganz schön kompliziert. Dennoch haben Sie sich zur Lebensaufgabe gemacht, im BAföG zu arbeiten. Erzählen Sie mal über sich. Wie lange machen Sie das schon? Ja, ich habe 1990 im 1. Oktober angefangen, also jetzt gerade 32 Jährchen. Und habe dann auch die Wiedervereinigung mitgekriegt und die ganzen Probleme, die damit auch einhergingen. Und das Zusammenwachsen zwischen West und Ost haben wir als eine der ersten Behörden hier in Berlin mit erleben dürfen. Also ja, waren sehr interessante Zeiten, sehr aufregende Zeiten. Das ist also Sie sind einfach, ein BAföG-Veteran und von daher sind wenn wir Sie so wollen, ja. Sind wir total dankbar, dass Sie heute hier sind und den vielen, vielen Fragen, die wir schon im Vorfeld bekommen haben und wahrscheinlich auch noch jetzt im Chat bekommen, sich stellen. Vielleicht fangen wir trotzdem mal noch drei Sätze zum Grundprinzip BAföG. Meistens wissen die Leute, was ein BAföG ist, aber wir sagen es nochmal. Was ist BAföG? Bundesausbildungsförderung für Studierende, das in der Regel zu 50% als Darlehen und als Zuschuss gewährt wird. Und nach geraumer Zeit, also nach 5 Jahren der Ende der Förderungshöchstdauer, der Darlehensanteil zurückgezahlt werden muss. Davon gibt es natürlich dann noch Ausnahmen, aber ich glaube, im Einzelfall wollen wir die Ausnahmen nicht so genau beschreiben oder darlegen. Könnte man denn aber. Ja, und das soll vor allem natürlich für Studierende, deren Eltern nicht über ein großes Einkommen verfügen, eine Starthilfe ins Leben oder in die Ausbildung ermöglichen. Finde ich eine sehr gute Sache, wohl. Unsere Gesellschaft braucht die nachkommende Generation, um die weiterzuführen. Und wir brauchen alle die Mediziner, die Juristen, die Techniker und all die Leute, die dann ihre Ausbildung jetzt machen. Und etwas, was ich zumindest immer, wenn ich Delegationen bei uns begrüße, doch worum man uns auch sehr beneidet, das BAföG, auch wenn es eigentlich gar nicht so beliebt ist, denn es ist schon auch ganz schön kompliziert. Und Sie haben es auch angesprochen, da gibt es unfassbar viele Ausnahmen und fast jede zweite Frage wird mit "Es kommt drauf an" beantwortet. Ja. Das heißt, und das möchte ich hier schon an der Stelle vorher sagen, dass wenn jetzt Fragen kommen, die viel zu speziell sind, als dass wir sie hier im Einzelfall klären können, dann würden wir sie nicht beantworten. Dann schreibt uns eine Mail, presse@stw.berlin. Ich leite das an Ihnen weiter und dann kriegen wir da eine schriftliche Antwort hin oder wir schauen mal, wie wir das dann im Einzelfall klären können. Ja, nur das vorab, weil also in super spezielle Einzelfälle hier im Internet wollen wir da nicht gehen. Ja. So, jetzt hat es ja eine Reform gegeben, die jetzt auch zu diesem Wintersemester, zum Start dieses Semesters greift. Von denen wir von allen Seiten hören wir und finden es auch übrigens selbst, dass das auch alles hätte noch ein bisschen mehr sein können. Mhm. Aber immerhin besser als nichts, sage ich mal. Ja. Was steht denn in der Reform drin? Was verbessert sich denn jetzt? Naja, also verbessern sich der Bedarf, der wird ein bisschen angehoben. Leider für meine Begriffe viel zu wenig. Es wird bei den Freibeträgen von den Eltern der Betrag erhöht. Der ist allerdings wirklich wahrnehmbar. Was die Sozialpauschalen angeht, ist das wieder ein bisschen zu wenig. Es gibt natürlich eine große Änderung, dass die Altersgrenze deutlich angehoben wird. Das kann man gut finden oder auch nicht, das ist ein anderer Punkt. Und dass jetzt auch bis 45 Studierende einen Anspruch auf BAföG haben können. Und es gibt dann noch Ausnahmetatbestände, die weiterhin gelten sollen. Das heißt, im Einzelfall können wir dann Studierende haben, die sind vielleicht 2, 53 und fangen dann das Studium an. Es ist politisch so gewollt. Lebenslanges Lernen. Ja, lebenslanges Lernen. Aber ja, ich persönlich hätte es besser gefunden, wir hätten die Bedarfssätze deutlich angehoben. Also und zwar mindestens zum Inflationsausgleich. Ja, ich hätte sogar gesagt mindestens 1100 Euro. Weil wir würden die Studenten damit in die Lage versetzen, dass sie nicht nebenbei arbeiten müssen. Ich hatte gerade am Infopoint einen Studenten, der sagt, ich muss arbeiten, ich bekomme das und das von euch, meine Miete sind 500 Euro, wie soll ich damit klarkommen? Ich muss arbeiten und mein Studium leidet darunter. Und deswegen würde ich eher dafür plädieren, dass wir die Beträge, die Bedarfssätze deutlich, wirklich deutlich anheben und vielleicht bei 1100 Euro landen
um dann die Studenten nicht in die Notwendigkeit zwingen, dass sie nebenbei arbeiten müssen. Meine Erfahrung sind, die Leute, die Studierenden können beides eben nur schwer in Einklang bringen, dass das Studium nicht drunter leidet. Das zeigen einfach jahrzehntelange Erfahrungen. Der aktuelle Maximalfördersatz liegt, ich meine, bei 930. Und auch das ist Teil der Reform. Man kann jetzt, also das, der Minijob wurde ja erhöht, ja. Sozusagen, um, also man darf jetzt 520 Euro ja, im Minijob sind verdienen. So drei, also in 12 Monaten 6.000, glaube ich, 300 noch irgendwas. Und da ist die Grenze beim BAföG auch zusammen angepasst worden. Man kann also weiterhin 25 Euro nebenbei verdienen und das wäre anrechnungsfrei vom BAföG. Alles, ja. Was man drüber verdient, wird aber beim BAföG angerechnet. Würde dann das BAföG reduzieren anteilig. Das ist richtig. Aber ja, das ist grundsätzlich natürlich jede Reform, die es den Studenten ermöglicht, leichter vielleicht durch das Studium finanziell zu kommen, finde ich eine gute Sache. Um mal mit Scholz zu sprechen, es war kein Wumms, sondern ein Wümschen. Genau, und wir machen uns als Studierendenwerk Berlin zusammen mit allen anderen Studentenwerken Deutschlands und unserem Dachverband natürlich sehr stark, dass da bitte möglichst schnell nachgesteuert wird, damit es dann auch für die Inflation reicht und eigentlich darüber hinaus auch mal ein bisschen reicht. Genau. So. Ja. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ja. Also wer wir jetzt im Chat widersprechen möchte, kann das gerne tun. Ansonsten, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, habt ihr jederzeit die Gelegenheit, jetzt in den Chat eure Fragen zu stellen. Mhm. Wenn ihr hier schon mal einen Experten sitzen habt, fragt. Und die Regie hebt auch die Hand, denn die erste Frage ist schon da. Worum geht's? Kann man mit einem Studierendenvisum BAföG beantragen? Ich wiederhole die Frage immer nochmal. Kann man mit einem Studierendenvisum BAföG beantragen? Eine Frage, die im Vorfeld übrigens extrem oft kam. Die Frage, kriegen ausländische oder internationale Studierende BAföG, ja, nein. Wenn das damit gemeint ist, dass der Aufenthaltstitel 16 oder 16a ist, also ausschließlich für ein Studium ein Visum erstellt worden ist, dann ist eine Förderung leider nicht möglich. Genau. Das schließen wir mal die Frage an, genau, weil wir haben die Frage, können internationale Studierende BAföG bekommen, in verschiedenen Spielarten bekommen. Einmal, ich komme aus Indien, kriege ich BAföG. Mhm. Aber, und die Spielart finde ich nochmal besonders, ich bin EU, ich komme aus der EU, kriege ich BAföG. Ja, für die EU-Bürger ist es natürlich deutlich leichter. Die müssen die EU-Arbeitnehmereigenschaft erfüllen. Und das bedeutet, dass sie 12 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Die Gerichte gehen auch von diesen 12 Stunden schon runter und eine geraume Zeit vor Beginn schon gearbeitet haben. Die können aber auch in Deutschland. In Deutschland, ja, jetzt beispielsweise Studenten in Berlin, die können dann auch in diese Förderung reinwachsen. Wenn sie jetzt zum Beispiel erst die Arbeit aufnehmen können, weil, dann könnten sie vielleicht ab Dezember oder Januar Förderung erhalten, wenn die Voraussetzung für die Arbeit EU-Arbeitnehmereigenschaft erfüllt ist. Ansonsten, ne, also für EU-Menschen ist das viel leichter, nochmal, sehr viel leichter. Wir haben sehr viele, insbesondere in Berlin, sehr viele EU-Studierende, die wegen des Masterstudiums hierher kommen, weil wir in Deutschland eben noch nicht überall die Studiengebühren haben. Da ist Berlin besonders attraktiv und da kommen sehr viele aus Italien, Spanien, Griechenland, die dann hier für das Masterstudium herkommen und froh sind, dass sie dann hier für diese Zeit gefördert werden können. Und also ich hatte diverse Studierende, die dann einfach davon profitieren und ich finde es eine gute Einrichtung. Genau, man kommt man aber nicht aus dem, das will man nochmal kurz nicht aus dem EU-Raum, dann wird es deutlich komplexer, es sei denn, man hat den Status als anerkannter Flüchtling, oder? Ja, da geht es natürlich dann auch, also da wäre ein Blick in den Paragraph 8 natürlich erforderlich, aber das hängt dann auch wieder von dem Aufenthaltstitel ab, es hängt natürlich auch davon ab, ist möglicherweise ein Elternteil Deutscher oder es gibt eine doppelte Staatsangehörigkeit, das haben wir immer wieder, Spanier und Deutscher oder Portugieser und Deutscher, dann ist das Problem natürlich auch ein kleines. Ansonsten hängt es viel vom Aufenthaltstitel ab, von der Dauer der Anwesenheit in Deutschland und dem daraus folgenden Aufenthaltstitel. Also es ist möglich, aber nicht ganz so einfach wie für die EU-Bürger. Genau, die Regie winkt. Es gibt noch eine weitere Frage. Genau. Wie sieht es mit dem Darlehen aus? Wie und in welchem Umfang muss man dies zurückzahlen?
Wie sieht es mit dem Darlehen aus? In welchem Umfang muss man das zurückzahlen? Ja, es sind ja grundsätzlich 50% des gezahlten BAföGs, mal von Ausnahmen abgesehen. Und die Rückzahlungsfrist ist 5 Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer. Aber da gibt es natürlich dann Ausnahmetatbestände, wenn jetzt zum Beispiel jemand eben arbeitslos ist oder nur im Jobcenterbezug ist, dass man dann die Beträge stundet, noch länger stundet oder die Beträge einfach deutlich reduziert, weil die Studierenden nach Abschluss des Studiums eben keine Arbeit gefunden haben oder nur eine schlecht bezahlte Arbeit gefunden haben. Also da ist auch eine soziale Komponente mit eingearbeitet worden, die es dann leichter macht. Ich habe beispielsweise 20 Jahre zurückgezahlt. Wunderbar, das ist eine gute Möglichkeit. Es ist auch gedeckelt, ne? Der Rückzahlungsbetrag auf einen Maximalbetrag, der so ganz komisch unrund ist. Jetzt ab, da haben wir glaube ich 10.010 Euro. Das ist dann dadurch zustande gekommen, dass man das dann durch einen bestimmten Faktor teilen kann. Und das ist für zum Beispiel Studenten, die länger studiert haben, aus guten Gründen, weil Kinder oder und dann noch ein Masterstudium gemacht haben, werden sie in der Regel mehr als 10.000 Euro an Darlehensanteil gehabt haben. Genau. Also das ist schon, finde ich, eine gute Lösung, dass man da den Studenten auch entgegenkommt, was die Rückzahlungsmodalitäten angeht. Wunderbar. Die Regie, Mensch, hier kommen die Fragen rein. Wunderbar. Frage war nochmal, wie viel man genau zurückzahlen musste. Das wurde scheinbar im Chat nicht verstanden. Also wie viel genau man zurückzahlen genau, muss? Was ist der Höchstbetrag, ist, wie man zurückzahlt. Also erstmal die Hälfte der Gesamtförderung. Ja. Und wenn diese 10.010 Euro übersteigt, dann ist dort der Cut. Ne? Ja, richtig. Korrekt? Ja. Ich habe das gelernt. Frage? Genau, haben die Corona-Semester einen Einfluss auf BAföG oder einen Studiengangswechsel? Genau, die Frage kam auch im Vorfeld, was ist mit den Corona-Semestern? Die haben doch irgendwie auch einen Einfluss auf den BAföG. Ja, haben sie natürlich, das kommt drauf an, weil die Frage ist, da sind ja zwei Aspekte mit drin. Zum einen haben wir seit 2020 für 4 Semester sogenannte Nullsemester eingerichtet oder wurde das so festgelegt. Das bedeutet, dass die Förderungshöchstdauer um 4 Semester erhöht werden konnte, unter den Bedingungen, die dafür gegeben waren. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass ein üblicherweise 6-semestriger Bachelorstudiengang dann 10 Semester Förderungshöchstdauer hat. Das kann auch dazu führen, wenn jemand zum Beispiel im Sommersemester 2020, das erste Corona-Semester, den Leistungsnachweis nach 4 Semestern hätte vorlegen müssen, dass der verschoben wird. Was den Studiengangswechsel angeht, da hat man sich jetzt so drauf verständigt, dass ein Wechsel grundsätzlich ja nur nach 3 Semestern möglich ist, ohne dass ein unabweisbarer Grund vorgelegt werden muss. Und durch die Corona-Semester werden 2 bis 3 Semester nochmal, was die Entscheidungsmöglichkeit angeht, verlängert. Also das wäre jetzt auch ein bisschen zu, müsste man tiefer eingehen und vielleicht sollte dann die Studierende dann auch mitteilen, was konkret bei ihm hier der Fall ist, damit man auf den Fall auch konkret eingehen könnte. Also beispielsweise jemand ist nun im 6. Fachsemester, hat die 2 Semester, hat die 4 Corona-Semester bekommen, dann würde man 3 davon abziehen können und sagen, okay, von den 3 Semestern verblieb es dann gegebenenfalls bei einem Wechsel nach 3 Semestern und wir hätten dann wieder die Möglichkeit, eine 7-3-Entscheidung, also ein Wechsel nach 3 Semestern zu befürworten. Aber da würde ich dann tatsächlich lieber auf einen konkreten Fall eingehen. Wie sieht das aus? Was war hier konkret, bevor ich da irgendjemand... Es kommt drauf an. Das berühmte BAföG'sche Orakel von Delphi Antwort, es kommt drauf an. Genau. Ja, weil ich möchte niemanden irgendwie falsche Hoffnung, aber auf der anderen Seite auch nicht die Hoffnung nehmen.
Das müsste man einfach prüfen. Dann genau. Müsste man den genauer prüfen. Generell, unabhängig von Corona, weil das ist eine Frage, die im Vorfeld gestellt worden ist. Da schrieb jemand uns, kann ich im sechsten Fachsemester noch einen Studienwechsel machen und dann BAföG beantragen, denn ich habe ja vorher noch keins beantragt. Ja. Ist das möglich? Ja, auch da gibt es natürlich dann denkbar. Das Kriterium, dass man vorher kein BAföG in Anspruch genommen hatte, ist keins, was eine Berücksichtigung finden kann, sondern entscheidend ist die Anzahl der Semester, die in der Fachrichtung verbracht worden sind. Ein Wechsel nach 6 Semestern macht es sehr schwer. Dafür ist dann unabweisbarer Grund erforderlich. Wir gehen davon aus, dass die Corona-Semester das jetzt nicht reduziert hätten. Und dann müsste ein unabweisbarer Grund vorliegen, um mal ein Beispiel zu nennen. Der Sportstudent auf Lehramt hat einen schweren Unfall und kann anschließend nicht mehr als Sportstudent als Sportlehrer tätig werden. Da könnte man dann einen unabweisbaren Grund annehmen und die Förderung wäre dann möglich. In der Regel wird verlangt, dass Studierende nach 3 Semestern die abschließende Entscheidung treffen, ist die Fachrichtung die meine oder nicht. Also eine Orientierungsphase von 3 Semestern ist grundsätzlich vorgesehen und das wird immer wieder auch von Gerichten bestätigt, dass das als ausreichend gilt. Okay, die Regie winkt schon wieder. Was gibt's noch im Chat? Und zwar war die Frage, bekomme ich auch im 7. Semester noch BAföG wegen Corona? Kommt auch drauf an. Also ich wiederhole noch kurz die Frage, weil ich nicht weiß, ob das akustisch immer ankommt. Die Frage war, bekomme ich auch im 7. Semester BAföG wegen Corona? Im 7. Semester? Im 7. Semester. Ja, das kommt drauf an, wenn die Förderungshöchstdauer 6 Semester gewesen sein sollte und eines dieser Semester war auch ein Corona-Semester, also sprich, das Studium zog sich auch über diese 4 Corona-Semester, dann wäre auch noch mehr als das 7. oder 8. denkbar. Grundsätzlich, auch da bräuchte ich mehr Informationen, um dem der Studierenden denn eine abschließende Aussage zu sagen. Aber das hört sich so an, als ob das möglich wäre. Genau. Nächste Frage, wie viel Geld dürfen meine Eltern verdienen, damit ich noch BAföG erhalte? Die Frage, ich wiederhole sie immer nochmal, weil wir nicht wissen, ob es im Mikro ankommt. Nicht? Ja. Wie viel Geld dürfen denn jetzt die Eltern verdienen, damit man BAföG bekommt? Das wollen immer alle wissen. Ja, ja. Am liebsten da so eine Grenze benannt bekommen, ist gar nicht so einfach. Ja, wenn wir von Millionen sprechen, dann wohl kaum. Aber da haben wir natürlich schon gesehen, wenn kinderreiche Familien, ja, die können natürlich durchaus erhebliches Einkommen haben und trotzdem noch eines der Kinder, das jetzt einen BAföG-Antrag stellt, Förderung ermöglichen. Weil das ist ja ein Kriterium, ne? Wie viele Kinder sind da? Wie viele Kinder haben wir? Welche Art von Erwerbstätigkeit haben? Wie hoch sind die Steuern? Gibt es zum Beispiel außergewöhnliche Belastung? Gibt es zum Beispiel eine Behinderung in der Familie? Ist der Vater? Also da gibt es verschiedene Kriterien, die eine Rolle spielen. Früher hatten wir auch zum Beispiel, dass Familienmitglieder im Ausland unterstützt worden ist. Das konnte dann auch zum Teil reduzierend berücksichtigt werden. Es gibt nicht die absolute Größe, an der man sich orientieren kann. Die zusätzlichen Kinder spielen eine Rolle, das Einkommen natürlich grundsätzlich, Steuern und so weiter, aber eine konkrete Zahl kann ich jetzt nicht nennen, an der es denn, es sei denn, wir gehen so weit, dass du sagst, ja gut, da braucht man nicht drüber reden, ist klar. Also auch hier wäre es eine Frage des Einzelfalls, das zu begucken, um da eine Prognose abzugeben. Im Zweifelsfall empfehlen wir immer, probiert es einfach. Ja, stellt den Antrag. Auf jeden Fall. Das würde ich in jedem Fall empfehlen, dass man danach hat. Und im Einzelfall, und die Beträge sind ja jetzt durchaus auch für die Eltern angehoben worden, die Freibeträge, das kann ja dann durchaus dazu führen, dass vielleicht 100, 200 Euro, das ist dann nicht die Welt, aber immerhin eine Unterstützung möglich wären. Statistisch gesehen ist es so, dass 17% der Berliner Studierenden BAföG erhalten und weitaus mehr hätten Anspruch und wissen es gar nicht, weil sie denken, dass die Eltern so reich sind. In Wirklichkeit stimmt es aber nicht. Ja. Also ihr merkt, es gibt hier leider keine klare Antwort, nur so ein Es kommt drauf an. Es kommt auch darauf an. Wir werden ein Kissen damit besticken. Es kommt drauf an. Ja. Aber wir würden immer sagen, probiert's halt. Auf jeden Fall. Also kann ich immer nur empfehlen. Im Moment können wir leider keine persönliche Beratung machen. Das wäre dann immer auch noch eine Möglichkeit, dass der Sachbearbeiter sich das dann anguckt und sagt, also guck mal, es ist nur ein Kind da bei dem Einkommen der Eltern. Nee, da kann ich dir sagen, das wird nichts. Das haben wir jetzt nicht.
Ich würde es trotzdem versuchen, in Form vielleicht von E-Mail, Steuerbescheid und vielleicht ein paar zusätzliche Informationen dazu geben, um vielleicht zu prüfen, um prüfen zu lassen, ob da noch eine Förderung denkbar ist. Genau. Liebe Regie, welche Frage gibt es noch? Die nächste könnte ich da wieder anschließen, wurde zwar schon ein bisschen beantwortet, nämlich Masterstudent an der TU, kommt aus dem Irak, kann er sich für BAföG bewerben? Bewerben kann er sich natürlich. Also ein Masterstudent aus dem Iran, an der TU studierend, kann er sich bewerben. Da? Auch da müssen wir natürlich gucken, hat er einen grundsätzlichen Anspruch als iranischer Student? Welchen Aufenthaltstitel hat er? Unterstellen wir mal, er hat grundsätzlich den Aufenthaltstitel, der ihm eine Förderung ermöglichen würde. Müssen wir gucken, hat er im Iran schon studiert? Was hat er im Iran studiert? War es an einer Hochschule oder war das an einem Institut, was wir nicht als Hochschule ansehen? Und dann die Frage, wurde ein Fachrichtungswechsel vorgenommen? Auch hier sind ein paar mehr Faktoren notwendig, um es abschließend entscheiden zu können. Genau. Also auch da würde ich sagen, bitte Antrag stellen und prüfen lassen. Genau, Antrag stellen, prüfen lassen. Es kommt auf den Einzelfall an, hier auch in der... In dem Fall braucht man ein paar mehr Informationen. Mehr Informationen und ja. Genau. Wir haben auch noch eine Frage, also wir haben ja ein paar mehr Fragen noch, die ich muss ja immer ein bisschen mit einpacken noch, nicht, dass wir die vergessen. Wir haben ja extra im Vorfeld abgefragt, wir einen Zettel sortieren hier. Ah, da ist es. Ist das Einkommen des Stiefvaters relevant? Nö, die leiblichen Eltern stehen im Gesetz so drin. Okay. Also der Stiefvater ist schön, wenn er unterstützt oder wenn er dann mit in der Familie ist, aber den würden wir nicht heranziehen. Okay. Genau, international. Also wir haben wirklich die Spielart mit dem Internationalen mehrfach bekommen. Das mit dem sechsten Semester, mit dem Wechsel im sechsten Semester haben wir besprochen. Ja. Relativ viele Fragen haben wir bekommen, die sozusagen alle in die gleiche Kategorie gehören. Ich habe am so und so vielten beantragt, ich habe vor 3 Wochen beantragt, ich habe für 4 Wochen beantragt. Mhm. Ich habe noch gar nichts gehört. Soll ich mich melden? Da würden wir jetzt mal sagen, die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines BAföG-Antrags sind 8 Wochen. Ja. Und das dauert auch so lange. Momentan stapeln sich Tausende von Anträgen im Amt. Ja. Und das heißt, wenn man jetzt vor 3 Wochen beantragt hat und noch nichts gehört hat, muss man sich keine Sorgen machen. Das ist in Arbeit, aber es dauert auch seine Zeit. Ja, was ich auch vorhin schon erzählt habe, vielleicht ist es sinnvoll, vor Ablauf des Monats Oktober nachzuhaken, ist der Antrag bei mir, mein Antrag schon eingegangen. Damit der Anspruch für den Monat Oktober nicht verloren geht, dann zur Not einen formlosen Antrag einreichen, könnte per eingescannter Unterschrift mit Mail versandt werden, könnte per Fax versandt werden. Oder falls man zufälligerweise nach dem Adlon in der Bärenstraße vorbeikommt, könnte man natürlich dort auch einen formlosen Antrag einreichen. Weil wir haben das hin und wieder schon gehabt, dass der Studierende gesagt hat, ich habe doch im September einen Antrag eingereicht. Jetzt habe ich aber leider erst im November nachgefragt und da wird mir mitgeteilt, der Antrag liegt nicht vor. Und das ist dann natürlich sehr bedauerlich, weil ein Monat Förderung dann verloren gegangen ist. Und deswegen würde ich sagen, Ende Oktober mal schüchtern, aber doch deutlich nachfragen, habe ich den und zur Not... Ist Handtuch geschmissen, wäre die Förderung für den Monat noch drin, genau. Genau, da wäre das noch drin und am 31. ist, glaube ich, ein Montag, spätestens dann, wenn gar nichts möglich ist, vielleicht dann doch ein Antrag. An der Stelle gerne den Hinweis, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, das haben wir nämlich schon im Vorfeld auch besprochen, auch mit der Amtsleitung nochmal der Hinweis. Genau, bitte bis zum 31.10. den Antrag stellen. Der Antrag gilt erst einmal als gestellt, wenn er irgendwie formlos im Amt eingegangen ist, per Mail, per Brief, die übliche Sache. Ja. Dann nämlich gilt der als gestellt, dann müsst ihr diese ganzen vielen anderen Dinge noch nachreichen, das wird dann noch einen Moment dauern, aber es zählt, dass im Oktober gestellt worden ist und die Förderung auch für den Oktober ausgezahlt werden kann. Ja, das Monatsprinzip und damit würde der Monat dann eben... Was ja nicht ganz unrelevant werden könnte, denn es wurde ja schon angekündigt, es gibt auch nochmal eine Heizkostenpauschale für Studierende. Richtig. Und da ist es vielleicht unter Umständen, wir wissen ja noch nicht genau, wie es laufen wird, aber es könnte von Relevanz sein, ob man im Oktober BAföG-Empfänger war. Und von daher, Leute, jetzt noch schnell Handtuch schmeißen bis zum 31.10. Richtig, auf jeden Fall. Schad nix. Ja, ich sag mal, schad nix. Nee, schade auch. Und diese Pauschale bekommt man auch dann, wenn man nur 10 Euro BAföG bekommen hat.
Wenn, so war es beim letzten Mal. So war es, wenn wenigstens ein Monat im Zeitraum Oktober 21 bis März 22 als nicht bei den Eltern wohnender Student BAföG gezahlt wurde. Das war die entscheidende. Ja, genau. Da sind leider einige Studenten drüber hinweggekommen oder nicht drüber hinweggekommen, weil sie eben nicht bei den Eltern ausgezogen sind, sondern weiter wohnend waren. Also das ist dann bedauerlich, aber gut. Oder erst im April ausgezogen sind und nicht schon im März ausgezogen sind und damit den Anspruch ja wenigstens noch gehabt hätten. Aber es soll eine zweite Pauschale kommen. Wie die Bedingungen sind, die weiß ich noch nicht. Genau, also das ist alles leider noch überhaupt nicht klar. Das ist noch im Referentenentwurf, noch nicht mal im Gesetz gegossen und so. Nee. Aber es wurde zumindest in Aussicht gestellt, dass es kommt und da ist ja Vorbauen immer eine gute Sache. Von daher empfehlen wir dringend, mal noch schnell den formlosen Antrag bis zum 31.10. stellen. Da hat man schon mal das wenigstens. Und es gab noch einen anderen Aspekt, das war auch häufig die Frage, dass die Energiepauschale ja auch ausgezahlt worden sind. Das war für einige Studenten irritierend. Kann ich denn Heizkostenzuschuss und Energiepauschale behalten? Ja, ne? Können Sie, wenn die Energiepauschale aufgrund von Arbeitstätigkeit vom Arbeitgeber überwiesen worden ist, kann trotzdem der Heizkostenzuschuss behalten werden. Ja. Genau, und das ist ja noch eine wichtige Sache. Liebe Regie, haben wir weitere Fragen? Wir haben noch ganz viele. Oh, wir haben ganz viele Fragen. Dann müssen wir uns zügig. Einmal, ich habe ein BAföG für ein Jahr erhalten und anschließend keinen Folgeantrag mehr gestellt. Den Bachelor habe ich ohne BAföG absolviert. Kann ich jetzt für den Master einfach einen neuen Antrag stellen? Ich wiederhole kurz, also ein Jahr lang gab es BAföG, dann wurde der Bachelor gemacht. Jetzt ist die Frage, kann man jetzt wieder BAföG beantragen für den Master? Ja, ist Frage, ist der Student, die Studentin schon über 35, dann würden sich eventuell hinsichtlich der Altersgrenze für das Masterstudium Fragen ergeben. Wenn das nicht der Fall ist, dann einfach auch hier den Antrag stellen, natürlich kann das Masterstudium auch gefördert werden, ohne dass das Bachelorstudium gefördert worden oder ist. Oder nicht zu Ende gefördert worden ist, genau. Aus welchen Gründen auch immer. Dazu komplett eine andere Frage, lieber. Kann man sich auch vor Ort beraten lassen zum Thema BAföG? Kann man sich auch vor Ort beraten lassen zum Thema BAföG? Also ist die persönliche Sprechzeit im Amt gerade aktuell? Im Moment leider nicht möglich. Deswegen ist die telefonische Rücksprache sicher ein wichtiger Punkt. E-Mail ist sicher auch eine gute Option. Im Einzelfall ist das allerdings auch möglich, wird es eingeräumt, wenn es dann schwierige Probleme gibt mit den Eltern oder dass man das auch gemacht wird. Wir haben einen Raum eingerichtet, in dem dann aufgrund der Corona-Bedingungen ein Gespräch auch möglich wäre. Das habe ich auch selber das eine oder andere Mal schon gemacht. Das ist möglich. Auch da würde ich dann nachfragen, ob das dann ausnahmsweise möglich ist. In den meisten Fällen ist es aber so, dass das alles schriftlich oder per Mail oder telefonisch ja auch geklärt wird. Aber natürlich, es gibt manchmal schwierige Sachverhalte, die man schwer am Telefon erklären kann oder vielleicht auch nicht möchte, weil das eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Genau. Weitere Fragen? Dann war die Frage, meine Eltern sind nicht in Deutschland. Wie kann ich den Einkommensnachweis der Eltern erbringen? Wie kann man den Einkommensnachweis der Eltern erbringen, wenn die Eltern gar nicht in Deutschland leben? Also manchmal gibt es auch im Ausland Steuerbescheide, Einkommensnachweise und die lassen sich ja vielleicht digital nach Deutschland überweisen. Das ist möglich. Es gibt sicher Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel in Syrien, wo das dann vielleicht sehr, sehr schwierig ist, Einkommensnachweise von den Eltern zu bekommen. Aber in der Regel, wenn wir keinen Kriegszustand haben, dann können die Einkommensnachweise aus dem Ausland auch verschickt werden nach Deutschland. Postalisch per Mail, oder? Per Mail oder was es da für Optionen gibt oder Mailanhängen. Aber das Problem ist, wenn es dann in der Sprache ist, die für uns nicht verständlich ist, gerade wenn wir dann zum Beispiel Buchstaben haben, dann wäre eine Übersetzung dann schon auch hilfreich. Wir stehen dann vor vielen Können Sie kein Griechisch? Griechisch könnte ich vielleicht noch ein, zwei Worte, Kalispera, aber... Nein, das war ein Spaß. Wenn es Dokumente sind, die in einer anderen Sprache verfasst sind, wäre eine Übersetzung an der Stelle auch sehr, sehr hilfreich. Also dann bitten wir doch drum. Ja, die Sachbearbeiter helfen sich schon mit Englisch gegenseitig oder auch mit Französisch oder wir haben auch einen Spanisch sprechenden Sachbearbeiter. Da kann man schon ganz viel sich gegenseitig aushelfen, aber dann gibt es Sprachen, da können wir einfach nicht helfen. Das ist auch denn nicht so klar, wie das System denn in den jeweiligen Ländern läuft.
würde diese Gelegenheit kurz noch nutzen, um mal reinzugrätschen, weil Sie eben sagen, wenn es aus einem Kriegsgebiet ist. Vielleicht nochmal, wollen wir zwei, drei Sätze verlieren zu dem Thema der Studierenden, die aus der Ukraine kommen. Für die ist das BAföG ja besonders nochmal geöffnet worden, ne? Ja, da hat der Gesetzgeber, glaube ich, im Juni oder Ende Mai war es, hat er dann eine Möglichkeit geschaffen, dass die Studierenden aus der Ukraine relativ unkompliziert an die Förderung kommen können, sollen. Allerdings eine Antragstellung ist trotzdem erforderlich. Da will man dann natürlich denen auch helfen und nicht hier ein, zwei Jahre vielleicht hier die Zeit verplempern, auch wenn sie denn versorgt werden und nicht in der Hölle dort leben müssten. Aber trotzdem soll es ja auch Sinn ergeben, dass sie sich weiterbilden. Und das finde ich eine gute Lösung. Das hat man in § 61 geregelt, aber da werden, glaube ich, auch schon die ersten Anträge sind da, glaube ich, auch schon eingekommen, habe ich auch schon was gehört. Genau, so, aber es gibt ja noch mehr Fragen von der Regie. Genau, hier ist nochmal finanziertes BAföG alle Semester, auch wenn ich nicht 6, sondern 12 studiere, zum Beispiel Medizin. Mhm. Aha, also genau, finanziert das BAföG alle Semester, wenn meine Regelstudienzeit 12 Semester betrifft? Für Medizin ja, da gibt es 12 Semester und 3 Monate. Genau, also das BAföG finanziert grundlegend die Regelstudienzeit und Regelstudienzeit, ist ja, Bachelor meistens. Wenn die so lang ist, 6, dann ist sie so lang. Dann genau. Ist sie so, ja, Jura zum Beispiel 10 Semester, Medizin dann 12 Semester und 3 Monate, ja. Die nächste Frage ist, kann man seinen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin wechseln bzw. einen Antrag dazu stellen? Nein, die Möglichkeit haben wir nicht. Genau, also die Frage war nochmal, kann man seinen Sachbearbeiter wechseln? Das geht so nicht, die Sachbearbeiter werden, das sind ja sehr, sehr viele, viele tausende Anträge, die müssen irgendwie auf die Menschen verteilt werden, ja. Und die werden so ein bisschen nach Buchstaben richtig, des Nachnamens richtig, verteilt. Klar. Aus der Frage hört man jetzt ein bisschen raus, dass da jemand unzufrieden ist, ja, mit seinem Sachbearbeiter. Ja. Es gibt immer die Möglichkeit, da das Gespräch zu suchen, sich zu melden, info@stw.berlin nochmal zu schreiben und dann können wir mal gucken, wo denn da die Misstöne sind und dann kriegen wir vielleicht auch eine Klärung hin. Ja. Aber den Sachbearbeiter aussuchen sich. Das geht ich nicht. Könnte mir vorstellen, dass jetzt alle zu Ihnen wollen. Oder zu den anderen Kollegen natürlich. Nee, das geht, nein, das können wir nicht. Aber das geht so nicht, genau. Aber was wir natürlich klären können, wenn es da irgendein Misston gibt, dann gehen wir da auch gerne in die Klärung rein. Ja. Genau. Ich habe hier noch eine Frage, die ist etwas schwierig zu entschlüsseln. Hier geht es, warum sollen wir mit nur 520 monatlich abarbeiten? Wir können solche nicht finden. Müssen wir immer 20 Stunden pro Woche arbeiten? Also hier geht es um die, genau, hier geht es um die, glaube ich, jemand, der sozusagen noch mal wissen will, wie das mit dem Minijob geregelt ist. Ja. Also Sie können bis zu 520 Euro im Monat abzugsfrei verdienen. Da gibt es sicherlich, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Person sagt, nee, das reicht aber nicht, ich muss mindestens 20 Stunden die Woche arbeiten. Können sie machen, können trotzdem den Antrag stellen, wird dann aber vom BAföG abgezogen. Das, was über die 520 hinausgeht. Ja, aber wenn denn hier BAföG möglich wäre, dann wäre ja zu den 520 maximal 900 und ein paar Zerquetschte möglich. Und da wäre denn vielleicht das eine oder andere an Lebensunterhalt auch zu, genau, zu bestreiten. Und die Frage, dass, wenn ich mir das jetzt gestatten darf, die Frage, also wenn, weil wir kriegen jetzt die Frage nicht ganz dechiffriert, aber wenn die Frage jetzt ist, warum soll ich denn 20 Stunden arbeiten, also das muss man dann mal selber sich ausrechnen. Für manche Studierende, gerade zumal man ja eigentlich auch studieren soll und nicht einen Leben lang Tag arbeiten, für manche Studierende ist es wahrscheinlich im Finanzierungsmix die schlauere Variante zu sagen, ich gehe nicht als Werkstudent arbeiten, sondern ich mache BAföG und mache nur den Minijob und aber sozusagen und das Durchrechnen, was da günstiger ist, was, damit man am Ende des Tages das meiste raus hat, das müsste man schon selber machen. Also das müssen Sie ein bisschen selber entscheiden, ob Sie da jetzt mehr arbeiten gehen und die Abzüge im BAföG in Kauf nehmen und insgesamt ist es dann aber mehr. Das können wir jetzt hier so, also Finanzierungsberatung in dem Sinne, können wir so nicht machen. Empfehle ich mal kurz quer an die Sozialberatung. Wir haben ja auch eine Sozialberatung, die auch zur Studienfinanzierung berät. Die könnte mit Ihnen auch mal sowas durchgehen und Ihnen ein bisschen sagen, was Sie da vielleicht, oder Ihnen da vielleicht auch ein bisschen helfen beim Durchrechnen und sich überlegen, was das. Aber es bleibt natürlich schon die Frage, wenn ich mehr als 20 Stunden pro Woche arbeite, wie viel Zeit habe ich dann noch für das Studium? Und leidet dann mein Studium nicht darunter?
Also, dass ich dann vielleicht nicht deutlich länger. Wer mehr als 20 Stunden arbeitet, der verliert auch das Werkstudierendenprivileg, dann hat er plötzlich ganz tolle Abzüge. Ja. Nicht? Und da muss man sich kurz fragen, was ist das dann für ein Studium noch? Ja, ne? Was für Zeit bleibt dann da noch fürs Studium? Genau. Gibt es weitere Fragen? Irgendwie gibt es Tonprobleme? Nö, alles gut, fein. Das ist doch schon mal freundlich. Regie sagt auch, nee, es gibt nicht weitere Fragen. Wir sind auch schon auf 14:05 Uhr. Oh, wir sind schon ein bisschen drüber. Ich habe aber noch eine Frage aus dem Netz vorher gehabt. Ja. Die ist auch super speziell. Mal gucken, ob wir die überhaupt jetzt hier aufgedröselt kriegen. Aber ich will sie wenigstens vorlesen. Ja. Also, kann ich BAföG als verzinstes Staatsdarlehen für ein neues Studium beantragen, wenn ich schon ein Masterdiplom oder Master- oder Diplomabschluss habe und dafür kein BAföG bezogen habe? Und gibt es gegebenenfalls auch eine Extra-Regelung für elternunabhängiges BAföG? Also, müssen wir mal aufdröseln. Es gibt natürlich auch das BAföG als verzinstes Staatsdarlehen. Da gibt es ja nochmal so eine Sonderform irgendwie, ne? Ja, aber im Rahmen des BAföG wird nach einem Abschluss eines Bachelors oder Masters ist eine Förderung nicht mehr denkbar. Das hat der Gesetzgeber einfach so nicht gewollt. Wenn dann da jemand trotzdem sein Masterstudium noch ein zweites Masterstudium ranhängen möchte, weil, dann kann er das natürlich machen. Aber im Rahmen des BAföG ist das nicht mehr möglich, weil da würden wir verweisen, du hast zwei Abschlüsse. Gut, okay. Also, also grundlegend ist die Antwort auf diese Frage, nein, das geht nicht. Auch hier würde ich auf die Sozialberatung verweisen, die nämlich auch zum Thema andere Studienkredite. Es gibt auch andere verzinste tatsächlich, aber es gibt auch andere verzinste Studienkredite, die dazu beraten kann. Ja. Aber das Thema mit diesem Kreditstaats, also gibt es da nochmal eine Sonderform irgendwie? Naja, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Mensch dorthin möchte. Also im Rahmen des BAföGs haben wir das nicht mehr. Also da kann gibt es gar nicht mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, was das sein soll. Also wir haben entweder die Zuschussdarlehenregelung oder wir haben die im Rahmen der Studienabschlusshilfe. Oder das meinte ich, genau. Ja, da haben wir denn die Darlehensregelung, das Volldarlehen. Genau. Das wäre aber erstmal unverzinst zurückzuzahlen. Und ich weiß jetzt nicht genau, welche andere Regel, auf was er sich bezieht. Wir hatten vor Zeiten noch das Bankdarlehen, das über die KfW dann auch lief. Und das war verzinstes Darlehen. Ach, das meint er vielleicht. Möglicherweise meint er oder sie das. Aber das ist ja geändert worden, beziehungsweise das haben wir jetzt so nicht mehr. Und das war dann zum Beispiel auch die Studienabschlusshilfe, war grundsätzlich dann als verzinsliches Bankdarlehen. Das ist jetzt abgeschafft oder geändert worden, das haben wir nicht mehr. Und im Rahmen des BAföG sehe ich jetzt keine. Und einen zweiten Master wird im Rahmen des BAföGs gar nicht gefördert. Das ist eine klare. Das ist nicht das, was Sie hören wollen, vielleicht, aber das ist eine klare Ansage. Hier empfehlen wir dann eben, gehen Sie zur Sozialberatung, die könnte Sie zumindest ein bisschen über das Thema Studienkredite und welche Möglichkeiten man da hat, aufklären. Genau. Und hinsichtlich der elternunabhängigen Förderung, das würde ja wahrscheinlich für den Studenten, die Studentin auch nicht greifen, weil das, selbst wenn es denn der Fall wäre, würde es ja nicht helfen, dann könnte sie zwar elternunabhängig gefördert werden. K.O.-Kriterium ist, der Master liegt bereits vor, der Abschluss ist genau, schon gemacht. Genau, das ist das Ausschlusskriterium und da sehe ich dann jetzt nicht. Also in einem ganz außergewöhnlichen Fall ist vielleicht mal denkbar, dass, aber... Das ist doch arg unwahrscheinlich. Das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass wir dann noch ein zweites Masterstudium finanzieren. Ja, wenn du den Sportstudenten, der dann am Ende seines vierten Fachsemesters einen schweren Unfall hat, da könnte man dann vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber hier war ja klar formuliert, da liegt auch schon ein Master vor. Gut, so, Regie, letzte Chance, wenn jetzt noch Fragen sind. Oh, ja. Okay. Kann man BAföG und gleichzeitig ein Stipendium erhalten? Kann man BAföG und gleichzeitig ein Stipendium erhalten? Schließt sich nicht aus. Also das kommt aber darauf an, das könnte dann, wenn es bestimmte Stipendien sind, ein Ausschlusskriterium sein. Es gibt aber allerdings auch Stipendien, die wir dann eben anrechnen unter einem Freibetrag und die dann das BAföG mindern, wenn es aber zum Beispiel vom Stipendium, gibt verschiedene Formen, die da für Studierende eingerichtet worden sind, die hätten dann allerdings einen Ausschlusscharakter. Das würde dann eben das BAföG ausschließen. Muss man gucken, was für ein Stipendium bekommt er, sie.
Also grundlegend kann man das, kommt es darauf kommt an? Kommt auch wieder darauf an. Wir schließen heute mit, es kommt drauf an. Ja, wir haben vom Herbstzentrum Stipendium, wir haben von denen, wir haben von denen, wir haben aber natürlich auch unter Stiftung des Deutschen Volkes und so weiter und so fort haben wir verschiedene Stipendien und das kommt darauf an, was das für eine Art von Stipendium ist, die dann eben auch zum Ausschluss von BAföG führen könnte. Genau. Kann sein, muss aber nicht. Es ist nicht grundlegend ausgeschlossen. Man muss sich nicht in jedem Fall anschauen. Ja. Auch hier am besten an den Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin wenden und nochmal den Einzelfall da und es besprechen. Gibt natürlich so viele Stipendien, da kommen wir auch zum Teil kaum hinterher, wie deren Charakter ist, welche Ausschlusskriterien da möglicherweise mit drin wohnen. Das ist sehr schwierig, weil das sehr, sehr viele Stipendien mittlerweile. Ja. Also es gibt ein paar, das ist klar, da geht es nicht. Aber das bringt, glaube ich, jetzt nicht so viel, dass wir das jetzt festlegen, welche das wären. Das wäre, glaube ich, sinnvoller im Einzelfall darüber zu sagen, welches bekommst du. Super. Regie, gibt es noch eine Frage? Nö. Ja. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen drüber, aber das ist ja immer besser, dass mehr reinkommt als zu wenig. Ich wiederhole noch mal kurz, was am Anfang gesagt worden ist. Herr Steinhauser hat sich, und da sind wir sehr dankbar für, bereit erklärt, dass Sie sich auch gerne im Nachgang an ihn wenden können. Ja. Von daher einfach mal eine Mail an presse@stw.berlin schicken. Das leiten wir dann gerne weiter. Und dann kann im Individualfall gerne auch noch mal drauf geguckt werden. Da stellt er sich gerne zur Verfügung und gibt Ihnen vielleicht den einen oder anderen speziellen Rat. Genau. Ansonsten bedanke ich mich sehr, dass Sie da waren. Ich habe so viel gelernt. Ich denke, was wir alle gemerkt haben, BAföG ist durchaus kompliziert. Ja. Auch das übrigens eine Forderung, die wir an die Reform hatten, macht es doch mal ein bisschen unkomplizierter. Ja, ist jetzt noch nicht der Fall gewesen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht wird das BAföG auch mal ein bisschen einfacher. Das ist also unser letzter Appell, auch in Richtung BMBF. Macht es einfacher, haut mehr raus. Das hilft dann nämlich wirklich beim Studieren. Ja. Ich bedanke mich auf alle Fälle sehr fürs Mitmachen, dass wir Sie hier so löchern durften mit den vielen, vielen Fragen, die es rund um das BAföG einfach gibt. Ja. Ich freue mich, es gab nämlich noch eine Frage, das ist nämlich, und die habe ich jetzt als letztes, die nehme ich als Überleitung, denn da kam eine Frage rein in den BAföG-Chat. Helft ja auch beim Bewerbungen schreiben. Nee, das Amt hilft jetzt nicht bei Bewerbungen schreiben. Nein. Da helfen aber andere, unter anderem das Schreibzentrum. Und mit denen haben wir nächste Woche einen Livestream. Also da könnte man dann auch wieder Fragen einreichen. Unser Schreibzentrum wird dann wieder ab 13:30 Uhr für alle eure Fragen zur Verfügung stehen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Mach's gut Instagram, mach's gut YouTube. Wir sind ja fertig und trinken jetzt noch ein Käffchen. Und dann können Sie mir noch kurz was zum BAföG erzählen. Mach's gut. Tschüss.